Ich bin heute unfassbar früh dran. Ich bin mega motiviert. Und in erster Linie bin ich, oh mein Gott, what the fuck? Hä? Ich war doch nur ein paar Stunden schlafen. Was war das? Hä? Digga, what the fuck? Ich komme ja gar nicht mehr auf mein Leben klar. Wo ist hier der Ausgang? Wo ist der Eingang? Ach du krasse Scheiße. Ach du krasse Scheiße. Dankeschön, Odin, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich war halt irgendwie, ich war nur ein paar Minütchen schlafen und die sind komplett ausgerastet. Ja gut, dass wir schon um 11 Uhr da sind. Imagine, ich wäre heute erst am Abend dazu gekommen. Dann wäre ich ja maßlos überfordert gewesen. Wie süß sind denn bitte die 9 Emotes? Es freut mich, wenn sie euch gefallen. Es freut mich sehr, wenn sie euch gefallen. Wie weit wir sind, ey. Hat Maxim so viel reingehauen, oder was? Dankeschön, Chucky, für die 50 Bits. Crazy. Okay, wir haben hier... Ach, okay, hier, das sind einfach Lagerbereiche offensichtlich. Okay, dann habe ich das verstanden. Dann gibt es einen Dienersarg. Ich kenne mich damit nicht aus, deswegen lasse ich das lieber erstmal. Ich könnte hier noch Blut verfolgen, theoretisch gesehen. Aber da sollte ich vielleicht erstmal Maxim, ich wollte mit Maxim heute ein bisschen spielen in der Früh, mal gucken, ob der Zeit hat für uns. Weil dann macht es ja nicht so viel Sinn, wenn ich was machen gehe, was er schon gemacht hat. Genau, den Reiseumhang wollte ich gestern noch fertig machen. Der hat uns noch gefehlt. Auf einen Steinsarg binden. Ist das ein Steinsarg? Ich weiß nicht, was das ist. Es sieht krass aus, aber ich weiß nicht, was es ist. Das sind alles Mühlen. Gibt es einen oberen Stockwerk? Ich glaube, es gibt kein oberes Stockwerk, oder? Gibt es jetzt einen Ort, an dem wir unsere Schlafplätze bauen sollen? Gibt es da jetzt irgendwie eine Regel für? Oder bauen wir einfach, wo wir lustig sind? Oder... Hallo Darek, hallo Frank. Also ich will halt nicht jetzt anfangen, hier Steinsärge reinzupacken. Steinsarg in der Base. Ja, ja, das ist mir schon bewusst, aber... Ach, das ist ein Steinsarg, das Ding hier. Aber ich kann mich mit dem nicht... Also... Sorry, Butterblume. Du bist sicher ultra süß. Wie steige ich wieder ab? Hilfe! Hilfe! Hilfe, bitte lass mich wieder runter. Ah, mit Q. Okay. Ich kann mich mit dem Steinsarg nicht
verbinden auf jeden Fall. Ach, weil er belegt ist. Okay, das heißt, ich muss mir einen eigenen Steinsarg bauen. Das heißt, ich brauche Steinziegel und Grabstaub offensichtlich. Grabstaub. Kein Plan, wo ich sowas kriege. Ich bin gerade ultra überfordert. Es tut mir sehr leid. Ich bin einfach schlafen gegangen in einem Stückchen Wald und bin aufgewacht in einem Schloss. Ich bin maßlos überfordert. Maxim sagt, ist alles beschriftet, hat die beste Ordnung der Welt, du sollst nicht überfordert sein. Wie soll mir das helfen? Ich klaue mir da jetzt einfach Grabstaub. Ich klaue das jetzt einfach. Bart hat zu mir gesagt, ich darf nehmen, was ich möchte. Und nachdem, aber das ist kein Grabstaub. Papier und Knochen, das ist Grabstaub. Also eigentlich habe ich es nicht geklaut, ich habe es nur befreit. Weil es war offensichtlich falsch eingeräumt und ich war so nett und habe es richtig weggeräumt. Da ich lege stattdessen lege ich Papier rein, dann sind wir quitt. Was wollte ich bauen? Ah ja, ich wollte einen Steinsarg bauen. Dafür brauche ich nur Steinsiegel. Ziegel, nicht Siegel. Wir haben bestimmt irgendwo Steinziegel, oder? Da, perfekt. Ja, die braucht doch keiner. Da, Steinsarg. Ich setze den da jetzt einfach irgendwo hin. Honestly, I don't care. So. Da, das sieht auch gut aus. Okay, ich kann jetzt irgendwie eine dominierende Präsenz nutzen, um einen Diener mir zu besorgen. Das ist wahrscheinlich das hier, oder? Oh Gott, was sind denn das für neue Fähigkeiten? Ich habe jetzt auch eine Rattenform. Und ich habe... Ah, damit kann ich wahrscheinlich dann Menschen holen. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt einen Sarg. Hallo Quallenfelder. Kuss des Vampirs. Pia. Maxim. In der Base. Schau dir die Base an. Siehst du das? Ich bin im Dreck. Ich bin im Dreck schlafen gegangen und ich bin in einem Schloss aufgewacht und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe dich sogar extra zum Forschungstisch gezogen. Ja, voll nett. Damit du dort bei... Das ist voll nett, ne? Das ist, aber der Tisch ist auch tatsächlich terrible. Ja, aber ich hab mir schon ein Bett gebaut. Einfach ganz frech, weil ich nicht wusste, wohin. Und das steht jetzt da hinten. So ein großes Bett, so ein Sarg? Da. Oder so ein kleines? Oh ja, das ist das große gewählt. Sehr gut. Ich hoffe, es stört nicht. Ich muss tatsächlich auch noch eins bauen, weil es zu wenig, ist einfach zu wenig Platz hier in dem Laden. Es ist wirklich, wir müssen halt bis da runter bauen. Dann müssen wir aber dieses Herz erweitern. Um das Herz zu erweitern, haben wir quasi schon alles bis auf Glas. Woher kriegen wir Glas? Wollen wir Glas besorgen gehen? Ja, wir müssen Glas auf jeden Fall raiden, aber du bist ja noch viel zu niedrig vom Level her. Du ziehst dich erstmal um, du kannst dich hier umziehen und da noch eine Waffe schmieden, glaube ich. Also ich finde das sehr frech, dass du gerade gesagt hast, dass ich low bin. Ich bin nicht low. Look at that level, siehst du den Unterschied? Aber so geht's. Also ich sehe den Unterschied tatsächlich nicht. Bei mir steht einfach nur ein Totenkopf. Achso, ja, ich bin der Totenkopf, korrekt. Aber mal eine andere Sache. Wollen wir uns ins Discord setzen, damit ich nicht die ganze Zeit Push-to-Talk drücken muss? Oh ja, ich komme rein, oder? Geil.
Wie kommt es, dass alle einen B-Form-Namen haben und du nicht? Ich bin doof. Ich hab's verkackt. So, hallo. Hörst du mich? Jawohl, ich höre dich. Perfekt. Nice, sehr gut. Perfekt. So, ihre Maustaste geht tatsächlich irgendwann übelst auf den Sack. Ja. Base ist erstmal repariert. Na, das war ja ein Saustall. Na, aber musste 7 Uhr morgens erstmal aufräumen. Das war ja hier absolutes Chaos. Aber nun sind wir in einem schönen Gebiet. Ich hab damit nichts zu tun. Als ich schlafen gegangen bin, war es sauber, ich schwör. Na, ich wurde von einer Ratte getötet im Schlaf. Die hat ja, glaube ich, diesen einen Rattenboss gelegt. Ich glaube, das ist eine Todesursache gewesen. Aber das ist okay. Schön. Tatsächlich schlimmere Tode. Was hast du für Waffen? Also was ist denn cool? Ich würde halt super gerne, ich wäre halt voll gern magisch. Ich habe schon gehört von Bart, dass ich dann wohl darauf achten muss, was ich esse vor allem. Oha. Also ich hab tatsächlich das Einzige, wie ich aktuell weiß, wie man Magie steigert, ist halt durch diese Ringe. Du musst ja halt, wenn dann, so krasse Ringe machen. Aber wir haben noch nicht so ein Juwelier oder sowas. Also wir haben noch nichts, das wirklich krass bufft. Ich glaube, ich habe hier irgendwie den Duskwatcher-Ring. Der braucht Garbsch. Der braucht irgendwie so ein bisschen Edelsteinkram. Ja. Den kann man tatsächlich wahrscheinlich craften. Also der sorgt für übelsten Bonusschaden. Also ich mache mit meinen Spells auch mehr als mit meinen Auto-Attacks. Ja, das ist geil. So, wie heißt der Ring nochmal? So, warte, ich muss selber mal gucken. Weil dann arbeite ich auf den hin quasi. Genau, also entweder... Nee, eigentlich gibt es kein Entweder. Du nimmst das gefrorene Auge. Das gefrorene Auge. Chat, schreibt ihr mit? Ja. So, das ist, glaube ich, richtig nice für dich. Weil ich habe noch ein bisschen Waffendamage, deswegen habe ich den anderen Ring. Aber das gefrorene Auge, ich glaube, da müssten wir alles sogar haben. Ich weiß nur nicht, müsste ich den schmieden? Oder, weil ich glaube, ich kann den, glaube ich, noch nicht mal bauen. Ich habe das, glaube ich, noch nicht freigeschalten. Doch, den haben alle freigeschalten. Wenn du es am Tisch siehst, dann ist es auch in der Realität. Wenn ich es am Tisch sehe, ich sehe es aber nicht am Tisch. Wirklich? Ja. Dann geh mal zum Forschungstisch. Dann komm mal mit. Da gehen wir zum Forschungstisch und jetzt musst du auf 1000-mal auf Lernen klicken. Ist der Forschungstisch nicht drüben? Ach so, nee, warte mal, da gibt's das Studierzimmer. Oh, okay. Das Studierzimmer ist, glaube ich, noch mal krasserer Tech, aber der bringt uns, glaube ich, noch nicht. Dort habe ich schon alles angeklickt, deswegen dachte ich, ich weiß schon alles, aber ich bin dumm. So, guck mal, wir haben sogar eine neue Leggings haben wir hier. Alter. Die Leggings mache ich auch noch schnell. So, genau. Du musst die ganze Forschung halt nachholen. Das muss ich auch machen. So, ich habe ja gestern und da steht das gefrorene Auge, jawohl. Genau, damit ich quasi in den Laden noch reinkomme. Jap. Weil heute Morgen hätte mich wahrscheinlich keiner in den Clan eingeladen. Ich muss halt ehrlich sagen, ich war dann gestern so, ich will nicht zu weit vorpreschen, weil nicht, dass du heute dann erst anfängst und ich bin irgendwie super krass, aber ich muss mir ja gar keine Sorgen machen. Du bist ja übel krass in dem Spiel. Dann. Ja, ich habe ja tatsächlich ein bisschen reingeackert. Verbesserte Blutessenz und 3 rohe Saphire. Gucken wir mal, ob ich das irgendwo klauen kann. Genau, die sind unten. Ganz unten ist Edelsteine quasi. Und unten? Wo ist unten? Unten links. Ist quasi so ein Edelsteinschrank, da sind alle drin. Unten links haben wir ein anderes Stockwerk? Nee, warte. Wie meinst du, unten hinten oder unten? Ach so, ich habe immer mal nach Norden ausgerichtet. Ach so, das ist... Unten, oh Gott. Gut. Ja, das ist der wichtigste Schrank. Okay, ich brauche auf jeden Fall, ich muss noch ein paar Sachen klauen gehen, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kann einen rohen Sack mit Marak dazulegen, dann tue ich so, als würde ich auch sinnvoll sein, also nützlich sein. Ja, theoretisch kannst du ja hier alles nehmen. So. Also das ist ja eine gemeinschaftliche... Ja, aber ich will ja auch was beitragen. Deswegen versuche ich auch, Sachen dann wieder... reinzulegen, die ich quasi selber mitbringe und nicht nur, ich will nicht nur ein Schmarotzer sein. Ein bisschen Schmarotzer sein, ja, aber nicht nur. Alle, sind alle Schmarotzer. Das ist hier Team-Effort. Team-Schmarotzer. So. Sehr schön. Okay, ich überlege, ob du vielleicht sogar noch eine Eisenarmbrust craftest. Das kannst du auch oben machen. Weil, wenn du sowieso die ganze Zeit Range bleibst, die Eisenarm, also die Ranged Weapons haben tatsächlich auch sehr gute Ranged Spells. Okay, ja. Das ist auch nochmal ein doppelter Vorteil. Ja, das klingt gut auf jeden Fall. Also es klingt nützlich und sinnvoll auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss nur tatsächlich trotzdem... Gott, ich muss diese Ordnung erstmal verstehen. Ich glaube, ich werde halt tatsächlich trotzdem auch erstmal noch so einen Diamanten holen müssen, weil ich glaube, den haben wir nicht. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
So ein roher irgendwas, ne? Ja, ja, genau. Man braucht nämlich, glaube ich, was, wie viele waren es? Man braucht, wo war es, das gefrorene Auge? Genau, wir haben drei. Wir haben rohe Saphire, drei haben wir, glaube ich. Grabstaben haben wir auch. Verbesserte Blutessenz brauchen wir. Das kriege ich ja in diesem Blutaltar normalerweise. Nee, hier oben. Bei dem anderen Ding. In der Presse. Aber das haben wir wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Doch, doch. Aber ich kann das doch nicht klauen. Ich presse dir die Herzen raus. Doch, musst du. Das ist für alle da. Aber für alle ist so nicht Bier, klaut alles. So, hier, guck, das kannst du auch noch nehmen. Was ist das? Das ist die Superarmbrust. Oh. Ey, Leute, ich werde hier gerade richtig strong gemacht, ne? Merkt ihr das? Aber das ist auch tatsächlich ein gutes Konzept von dem Spiel, muss man sagen. Also, dass man so, du musst halt keine Erfahrungen nachholen oder so. Ja, das ist ziemlich cool zum Zusammenspielen. Ach, soll ich das nicht über Drag and Drop rüberziehen? Mein Chat macht sich schon über mich lustig. So, ich glaube, Rechtsklick ist, glaube ich, die Schnelltaste, aber ist scheißegal. Ich Drag and Drop auch noch super viel. Ja, ich habe jetzt einen Ring. Das heißt, ich bin jetzt mächtig. Verneigt euch vor mir. Verneigt. So, bau. Okay, also wir können, glaube ich, Folgendes tun. Ich lege erstmal alles zurück, was ich nicht brauche, damit ich nicht damit sterbe. Das so, wir können entweder noch mehr Eisen holen, wenn du willst, oder wir können ein bisschen auf Bossjagd gehen, weil es gibt ja diese Sonnenpriesterin, aber die ist schon sehr schwer, aber die gibt uns die Möglichkeit, dieses Glas zu verarbeiten. Also ich habe Dark Souls gespielt, ich bin bereit für sehr schwer, ich werde sehr oft sterben, aber ich werde nicht tilten. Ist das okay? Ja, ich kann dich auch wiederbeleben bei Bedarf. Ja, sehr gut. Okay. Und dann verfolgen wir jetzt die Sonnenpriesterin. Du machst noch. Hast du schon die bessere Kleidung? Nee, ich habe noch nicht die ganz viel bessere. Also ich muss mal gucken, welche soll ich denn mitnehmen? Welche Kleidung im Optimalfall? Oh, die höchste, die geht. Die höchste, die geht. Okay, dann schaue ich mal schnell, was ich kann. Gnadenlose Nachtschratweste, ne? Ja, genau. Dafür fehlen mir Kupferbahn. Optimal. Kupferbahn haben wir hier oben im Schrank. Hier, wie war oben? Oben war hier. Gott, oben. Ja. Norden, Osten, Süden, oben, unten. Stimmt, du drehst die ganze Zeit die Kamera, oder? Ja, ja, ich drehe die immer so, wie ich sie gerade brauche. Also eine interaktive Kamera, die kann man drehen. Ja, bei mir ist immer alles komplett nach Norden ausgerichtet. Ah, und ich brauche noch mehr Faden. Das brauche ich auch noch. So, da. Genau, Faden gibt es auch hier unten. Da gibt es einen Schrank, der heißt Stoffe. Und da ist alles so Stoffige drin. Der hier. Stoffe. Ah, perfekt. Dann klaue ich hier auch noch was. Sehr schön. Wie so eine diebische Elster. Warum leuchte ich lila? Das verstehe ich auch nicht, was ich sage. Ich habe so einen richtigen, also ich meine es auch cool, aber es sieht aus, als wäre ich viel krasser, als ich bin. Hast du so, gibt es da nicht so kosmetische Packs oder so? Aber ich habe, glaube ich, keinen. Nichts, das ich wüsste. Aber die Schuhe, die besseren, haben wir noch nicht, oder? Nee, das ist so random, wann man die kriegt. Okay. Also manchmal droppt da ein Buch, dann hast du es sofort. Ach, ich habe den Charmspell. Nee, ich habe den Charmspell nicht an, oder? Doch, ich habe den Charmspell an. Deswegen. Jetzt bist du gerade. Sehr gut. Dankeschön, Chat. Ich war so verwirrt. Ich bin mir speziell vorgekommen, aber ich war einfach nur doof. Perfekt. So, dann packe ich noch schnell alle Sachen weg, damit ich die nicht mitnehme. Und dann bin ich ready, damit wir losgehen. Sehr gut. Ach so, das ist jetzt hier. Nee, das ist Blut. Das ist Papier und Knochen. Grabstaub auch zu Papier und Knochen? Ja, genau. Steinstaub eher zu Steinen rüber wahrscheinlich. Genau, die kannst du direkt verarbeiten. Beziehungsweise Steinstaub ist hier in dieser Stein, in dem hier, in Steinkram. Weil irgendwann ist der ganze, die ganzen Mühlen sind dann voller Steinstaub irgendwann. Dann packe ich die Steinziegel auch hier rein oder nicht? Oder die packe ich in die Mühlen? Die kannst du die Mühlen packen, ja. Aber der Staub läppert sich halt übelst zur Sonne. Jawohl. Stein hatte ich auch noch ein bisschen. So, Lederer haben wir hier. Dann packen wir hier mein Ding rein. Dann haben wir... Was mache ich mit Gräten? Knochen? Die würde ich auch zu Knochen. Nee, Gräten. Ja, genau, die würde ich auch zu Knochen. Aber das sind keine Knochen. Ich weiß, aber die können wir, glaube ich, nur bei diesem Ding links verwenden. Ich meine, du kannst sie auch direkt reinschleudern, aber ich habe schon mal die Gräten reingemacht und dann hast du automatisch diese aggressiven Ratten gemacht und die töten dann alle, die schlafen. Das finde ich lustig. Lass uns das machen. Let's go. Gut, ich glaube, ich hab's gleich. So, Liebe noch. Und dann haben wir hier irgendwo genau diese Dingsterbumsters. Und was ist ein eine gnadenlose Nachtrandhandschuh? Das ist Wissen. Das kann ich auch Wissen. Noch, das könnte ich auch noch, aber ich glaube, das haben wir schon gelernt. Du musst mal gucken. Also wenn dann zum Forschungstisch, wenn da nichts leuchtet, dann haust du das in den Verschlinger rein. Ich glaube, es leuchtet nichts. Aber ich gucke nochmal sicherheitshalber und sonst...
habe ich noch zwei Sachen fürs Verschlingen und dann bin ich gone. Ready. Also. So, dann Forschungstisch. Gone. Tot. Nee. Nee, leuchtet nichts mehr. Dann verschlingen wir das. Und jetzt bin ich bereit. Vielen lieben Dank fürs Warten. Jo, kein Ding. So, also wir gehen nach Norden. Wir suchen mal diese Blumentanne. Die Blumentanne ist tatsächlich mega krass. Also gegen die habe ich ja auch schon gefeitet. Jawohl. Ich suche mir noch mal schnell Blut. Du siehst mich ja auf der Karte, ne? Ich gehe noch nicht zu weit. Ja, ich muss eh auch saufen. Also bietet sich das an. Ah, jetzt bin ich Level 33. Ich bin richtig mächtig, Chat. Na, man springt da oben nicht nach vorne. Das ist echt geil. So. Genau, die Wolfsform hast du aber auch schon, ne? Ja. Ich habe ein paar Bosse gestern gemacht, auf jeden Fall. Sehr gut. Oh, du bist kein Totenkopf mehr. Wir haben uns angepasst. Aber trotzdem noch krass. Krass gefährlich. Wie viel hast du schon gespielt vor dem Server von Rising? Oh, bestimmt so 10, 15 Stunden oder so. Also ein paar Sachen habe ich schon. Bis zu den Eisenwaffen bin ich quasi gekommen. Mhm. Aber danach wird es wirklich Dark Souls so. Also der ganze grüne Bereich oben ist super fucking annoying so. Da ist nicht mehr fun. Auch manchmal laufen hier Gegner rum, die mit dem Schild, die so einen Schildcharge machen, die sind so lost. Ja, von dem bin ich gewone-shotted worden gestern. Das war spannend. Genau. Ja, glaube ich. Also bei mir, ich verliere die Hälfte der HP und es fühlt sich genauso scheiße an. So. Nein, au. Das ist halt wirklich annoying. So. Oh mein Gott. So. Zack. Ja, die machen teilweise wirklich unangenehm Damage. Deswegen, also das Spiel zieht halt nach der ersten Gegend extrem an, muss ich sagen. So, die nehme ich mal, weil ich bin echt durstig. Nimm. Trinke. Trinken Sie. Ja, ich muss auch gleich gucken, dass ich auch gleich noch was ansaufe. Ach, aber da ist auch was, was ich einfach nebenbei... Oh, lol. Ups. Okay. Ja, mit dem Bogen geht das schwer, ja. Der ist tatsächlich damage-wise insane. Los, bleib stehen. Bleib stehen. Reh, ich hab Hunger. Lass mich nicht fressen. Hier ist eine Kuh. Alter, Kühe sind ja hyper-tanky. Also eine 69%, Leute. Ich glaube, da kann ich nicht nein sagen. So. Okay. So, wir sind wieder Hallo, da. Hallo, Balui. Wir müssen ja nach links. Ach, das ist schon quasi das, oh mein Gott, das sieht ja mega krass aus, was du hier tust. Ja, die Sense ist halt mega gut so. Ja, die meisten Gegner bleiben ja irgendwie stehen bei den Spells und wenn du da diesen super Twist-Move reindonnerst, ist mega angenehm. Ach, es gibt ja sogar Skills jetzt auch mit den Sachen. Ja, du kannst jetzt quasi Kuh, also der Kuh-Spell ist ein bisschen, nee, warte, das E ist es, glaube ich, ne? Der ist geil. So, der macht aber übel wenig Schaden und der andere ist quasi auch nur ein Schuss. Ich glaube, der schießt durch oder so. Aber es sieht auf jeden Fall extrem cool aus. Das reicht mir eigentlich schon. Das muss gut aussehen. So, oder? Es muss gut aussehen, auf jeden Fall. Wir gehen mal oben lang. Oben ein bisschen kürzer. Das Gestörte ist ja, dass die Bosse hier die ganze Zeit patrouillieren. So. Das ist halt etwas, was ich so von anderen Games halt nicht kenne, auf diese Art und Weise. Achso, weil du sonst halt, da läufst du halt zu dem Spot und dann ist es da, ne? Und easy. Ja, na, bei einigen, bei den Untoten, mit den Gräbern und so, oder bei einigen Bossen ist es ja auch so, aber die Patrouillierenden tilt mich des Todes, weil die manchmal in andere Bosse rein patrouillieren. Ey, aber ist doch geil, machst du zwei in einen. Ja! Wo ist die Motivation, Maxim? Wo ist das? Das habe ich tatsächlich gar nicht so oft geschafft. So, hier ist tatsächlich überall Knoblauch. Au. Ich will. Das ist halt wirklich, das würde mich massiv tilten, wenn ich ein Vampir wäre. Wenn ich keinen Knoblauch mehr essen könnte. Knoblauch ist sowas Geiles. Es ist das Beste, was es gibt. Also wer in sein Essen nicht 3 bis 4 Zehen mindestens reinmacht. Ja. Und da schreibe ich so. Ja, der kennt das Leben noch nicht. Okay, also wir haben hier 500 Gegner. Ich glaube, die müssen wir eventuell trotzdem machen. Einfach nur vor den Lulz. Wobei, die haben noch mehr Totenköpfe, ne? So. Ja, die wären hardcore, sehe ich gerade. Ich weiß bloß nicht, ob die beim Bossfight dazukommen, weißt du? Das ist so mein Problem.
Deswegen würde ich die jetzt lieber tot sehen. Kommen Sie zurück! Der hat überhaupt keine Angst vor mir. Der rennt einfach wieder zurück zu seinen Leuten. Ja, same. Bei mir auch. Nein, wir sind so unverwundbar. Okay, der nicht. Okay. So, Alter. Ja, das ist schöne Gegend hier. Ach du Scheiße. So. Oh, ich brenne. Au. So, man muss halt hier auch lächerlich häufig diesen Execute-Spell benutzen. So. Man spart sich halt einmal lächerlich viel Zeit dadurch. Ja, ich bin auch gerade am Aussaugen. Ich muss mich aber ganz kurz heilen, weil ich habe hier ein bisschen viel Feu abbekommen. Aber ich bin gleich wieder da und helfe. Versprochen. Ja, alles gut. So. Okay, na, das war doch schon mal ein ordentlicher Leichenhaufen hier. Das ist doch schon mal ordentlich. Geil. Okay. Wir haben auch gar nicht so doll in den Knoblauch gekämpft, was ganz gut ist. Zack, 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 zack. Weil diese Damage-Erhöhung und Damage-Reduzierung... Also Knoblauch ist einfach eine ganz schön stupid Mechanik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, macht das auch Damage-Reduction quasi? Das steht eh da. Ja, du machst weniger und die Gegner machen mehr. Also das ist halt einfach Worst Nightmare. Also wirklich, das sind schon Cheater, ne? Oh, da läuft was weg. Das möchte ich töten. Oh mein Gott! Okay. Also tatsächlich macht es auch hier mehr Spaß bei dem Spiel, wenn man wirklich super viel Abstand hält. So. Weil man keinen Schaden kriegt. Ich mache irgendwie mit dem Autotake 7 Damage oder sowas, aber jeder Spell macht 9000. Alter, wie viel Schaden das dann bei dir macht? So, ja, den will ich nicht bekämpfen. Ich glaube, der ist tot, oder? Nee, nee, der hinten rennt noch hinter uns her, der Dude. Achso. Dann esse ich den kurz. Jawohl, perfekt. Hammer. Sind das lauter Nonnen? Nee, das sind Dorfbewohner, Gelehrte. Aber sind Gelehrte. Ich weiß tatsächlich nicht, was Gelehrte gut können. Ich glaube, die haben so bei Raids haben die so sneaky Stats. Nicht Magie. Die halt. Nee, Magie weiß ich gar nicht. Oh, das kann auch sein. Könntest du mich bitte nicht schubsen, du Arsch? Oh lol. Einfach beide das gleiche gedacht. Ah, schön. Da, der ist auch tot. Ja, also, okay, also Armbrust war eine coole Empfehlung. Armbrust ist geil. Es macht echt Laune. Ich glaube auch, wenn alle das nehmen. Ich glaube, wenn du sogar Schütze irgendwie nimmst, aber ich. Also die Crit-Chance geht dann halt übel hoch. Das ist dann tatsächlich sehr angenehm. Geil. Wait, was war da oben? Das ist ein großer, das ist ein Miliz-Zinker. Ah, das ist der Engelbert. Engelbert! Hallo! Oh, nein, den kann man auch mit, den kann man auch aussaugen. Au! Au, 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 au. Nicht aussaugen, nein! Ich kann nicht abbremsen! Oh, das wusste ich nicht! Ich dachte, ihr seid schon ready! Au, 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 au! Au, au! So, warte mal, sind alle tot? Au. Lebst du noch? Au, au, nein, da kommen Sachen, da kommen viele Sachen, da kommen richtig viele Sachen! Gepult. Ich hab nichts gepult! Ich mach's nicht! So. Okay, also das ist sehr unangenehm hier. Ich mach's nicht. So. Ja, dann wir müssen über Pullen reden. Ich mach's nicht. So, jetzt geh ich mal da rein. Kann ich einfach aussaugen. Es tut mir leid. Es war einfach zu schön. Es hat aber noch einer gefehlt von uns. So. Oh, hast du das erstmal deren Boss geklaut? Ein bisschen geklaut, ja. Das tut mir sehr leid. Ein bisschen geklaut. Aua. So. Geil. Okay. Ach, und das sind alles Glasflaschen, ne? Was die da droppen, habe ich gerade gesehen. Oder viel Glasflaschen. Ich würde sagen, der Strafe muss jetzt hier so lange warten, bis er respawnt und uns helfen. Na gut. Ach, Magieschaden. Ach, geil. Also Chat sagt auch gerade, Gelehrtenblut gibt Magieschaden. Bring da was mit. Oh, dankeschön fürs Aussaugen. Bitte, bitte. Oha. Da ist der Bogenschützin.
Au. Oh Gott, die schießt ja um die Ecke. Alter, wir machen null Damage an der. Ja, also 10 Level drunter ist schon mal sehr ungeil. Ach ja, dann dodge auch einfach noch, klar. Oh, fuck. Oh, lol, ich bin down. Holy shit. Okay, das wird jetzt sehr schwer, dich wieder zu beleben. Ach du Scheiße. Ah, das macht sie. Okay, ich glaube, jetzt kann ich es probieren. Wär boah, da das klappt nicht. Ja, ja, du wirst da trotzdem getroffen. Ey, vielleicht stellt er sich davor. Oh, ich schaff's sogar. Oh, jetzt bin ich tot. Das ist nicht gut. Warte, die sind abgelenkt. Oh, das wird so knapp. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Schau dich mich an, schau dich mich an, schau dich mich an. Schau dich mich an. Ja, sehr gut. Perfekt. So, ich esse kurz was. Okay. Kann ich Herzen also auch essen? Ich kann Herzen nicht essen, oder? Doch, doch, kannst du machen. Wenn du ein Blutproblem hast, dann auf jeden Fall. Ja, ja, ich habe Blutproblem. Einfach hier schnell ein bisschen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, nicht die anderen zu treffen. Ach, weil die ja, stimmt, die sind ja in einem anderen B-Team, ne? Ja. Wir ein bisschen aufpassen. So. Eieiei, also das ist ja, oh shit, ja, ja, das ist wirklich schwer. Also entweder alle ranged oder alle Melee ist wahrscheinlich überhaupt nicht empfehlenswert. Ich glaube, irgendwann dwindeln wir sie tatsächlich auch. Oh, es hat gerade geläutet bei mir. Scheißen, ich muss da ganz kurz ran. Oh, damit. Was ist das denn? Wait, der macht einfach 52er Bosse? Minions? Oh, die sind tot. Wait, die sind tot oder sind die resettet? Er ist resettet. Man zu weit weg. Okay, das ist gut. Weil das war ja absolut beschissen. So. Okay, also mit Eisenwaffen ist auch terrible, muss ich sagen. Das war ja absolut brutal. Holy shit. So, sorry, ich bin wieder da. Haben wir es geschafft? Also, nee, die hat resettet, Gott sei Dank. Also 10 Level Unterschied ist ja dramatisch. Okay, das heißt, das kriegen wir noch nicht hin. Ja, aber wir können auf den hier warten. Oder wir jagen unsere. Ne, wir wollten da ja helfen, glaube ich, oder? Weil du den geklaut hast. Stimmt. So. Oh, shit. Sein Pferd gehauen. Oh nein, das Pferd brennt hier. Wir können ich nicht. Ich gerade, ob ein anderer Spell sinnvoll ist. Was war denn das für ein Gegner vor uns? Oh, ich habe auch übelst einen Durst. Scheiße. Er ist jetzt so ein Herz. Ist der schon da, der Gegner? Nee, ne? Ich muss mir hier ganz kurz einen Gegner essen. Gott, ich finde diese Chaos-Fähigkeiten auch einfach so cool. Hat super viel Flächenschaden dabei, ne? Ja, das ist mega, mega cool. Ich glaube, ich will auch einfach ganz, ganz viel auf Chaos. Also mir ist auch egal, ob es nützlich ist. Es ist cool. Und ich will cool sein. Cool sein ist immer das Beste tatsächlich. Das ist das Wichtigste. So. Warte mal, ist hier ein... Ach, hier ist ein Dach. Nee, hier ist kein Dach. Sind die noch da? Ja, die sind noch da. Nee, nur der Pferd ist da. Wie lange brauchen wir zum Respawn? Ich habe keine Ahnung. Okay. Alles klar. Na, da warte ich noch ab. Es tut mir sehr leid. Ne? Ich dachte, wenn ich F drücken kann, drücke ich F. So.
Okay, da würde ich aber trotzdem noch schnell einen kleinen suchen wollen. Wenn wir den jetzt gleich platt haben, du kannst ja hier am Tor stehen bleiben, genau wie Pia, und dann könnt ihr einfach mit saugen, oder nicht? Müsste doch eigentlich funktionieren. Ja, was ist denn das Maximum? Wie viel können denn einen Boss auslutschen? Ich weiß es nicht genau. Das Regelwerk besagt einfach bloß, dass nur 4 Leute maximal den Boss machen dürfen. Aber das heißt, ich darf nicht da sein. Nichts davon drin, wie viele Leute ihn im Endeffekt aussaugen. Das ist eine Grauzone ausnutzen, aber in dem Fall ist es in Ordnung, weil theoretisch könnten wir auch einfach den Fight nicht mitmachen. Ja, dann warten wir vor der Tür, denke ich. Also wir machen dann unseren eigenen Quatsch, aber dann kommen wir dann gleich zurück. Wobei, wir können ja noch später selber machen. Nee, macht euer Ding, ich klaue auf jeden Fall keine mehr. Nee, du hast ihn doch mitgenommen, oder nicht, Maxim? Du hast ihn doch sowieso schon bekommen. Wir werden bestimmt. Ja, deswegen hätte ich gedacht, so, dass vielleicht damage-wise ein bisschen helfer ist. Ja, das war ja der Plan. Ach so, ja, das kann ich machen. Dass einer von uns theoretisch nicht mitmachen darf, weil 5 Leute nicht gleichzeitig gegen ihn kämpfen dürfen. Aber dadurch, dass ich ihn ja und du ihn schon haben, kann ich theoretisch einfach raus sein, dann kannst du helfen und geh weg. Also ich. Ja, dann machen wir es so. Genau. Okay. Ja. Ja, das Wayne hier ist etwas Ungewöhnliches für mich. Aber ich überlege, ob wir hier noch irgendein Opfer finden. Hast du sinnvolles Blut? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Ich habe eine undefinierte Blutlake. Also ich habe einfach nur, ich war so hungrig, ich habe einfach so Herzen gefressen. Nice. Das war... Ja, dann lass mal den Typen hier machen. Dann nehmen wir oh den Gott, hier. Oh Gott, welchen Typen? Ach, den da hinten. Oh Gott! Den ich hab da. Dich noch nicht mal angegriffen. So. Au. Au. Wow, der Chart ist wirklich insane. Holy shit. Das Gute, ich habe auch einen Charge. Einmal zurückgecharged. Nein, oh Gott, da ist ein zweiter. Nein, ich habe nicht F gedrückt. No. Bist du tot? Ja. Nein, nicht. Da ist noch ein zweiter jetzt. Nein, das ist nicht gut. Vielleicht kannst du ja wegrennen und kurz die Aggro. Ja, das ist der Plan. Oder du rennst zu den anderen, die gerade den Boss machen. Das würde ich noch besser finden. Also, den Charger zu denen. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen unbeliebt gemacht. Ich weiß nicht, ob noch mehr unbeliebt machen die ganze Situation besser macht. Immer mehr rein. Aber... Der Charger so macht bestimmt auch eh Schaden. Schön in der Sonne, ne? Das ist auch geil. Ich glaube, wenn du wiederbelebst, ist Sonne egal. Oh shit, das ist nicht egal. Oh Gott sei Dank. Oh mein Gott. Hätte uns kurz gerochen und dann gesagt, nee, doch nicht. So, vielen Dank. Oh, ich habe ein Buch aufgesammelt. Oh, das ist gut. Da sind wir vielleicht lucky mit dem Buch. Sortiment von ozeanisch Vasen. Nee, war das das? Aber es hat so gold geleuchtet und jetzt ist es so lame. Jetzt ist es grau. Gut. Im Inventar ist tatsächlich dann sehr schnell wieder grau. So, sind die hier wieder da? Nee, ne? Hier ist immer noch kein Boss. Und ich habe immer noch nicht gesoffen. Ich auch nicht. Heiß. Oh, jetzt. Das ist er. So, nimmst du den Hund? Ich will keinen Hund saufen. Okay, dann nehme ich den Schurken, ja. Nimm den Schurken. Irgendwas muss ich nehmen, weil der Durst ist zu groß. Alles gut. Ich suche mir was Eigenes. So. Irgendwo hier muss doch noch irgendwas sein, was ich essen kann. Ach, da ist wieder so ein großer Charger, ne? Hier ist noch ein Hund und noch ein Schurke. Ich will keinen Hund, Maxim. Hunde sind toll, du hast doch selber 2. Ja, aber nicht zum Essen. So. Haben die hier keine Gelehrten? Müssten die nicht diese Dorfbewohner überall haben? Vorhin hatten wir so viele. Wo sind die alle hinten? Ha, da drüben kommt was. Da kommt Christiana, die Sonnenpriesterin. Schaffen wir die? Warte, ich komme gleich. Ich habe jetzt noch einen besseren Schurken gefunden. Ich komme von Süden. Oh, ja, die müssen wir mal eh machen. Ja, geil. Sehr gut. Ich wusste das natürlich. So, dann charge ich mal die beiden Boys weg. This is my conviction.
Ich mag die Sonne nicht, die sie macht. So. Alter, der Slow ist ja absolut unnormal. Ich trinke hier kurz was, weil Durst. Ja, alles gut. So, okay. Also, der Moonrise, die heilt sich die ganze Zeit, ne? Das ist natürlich mega scheiße. Okay, jetzt haben wir genau das Problem, was ich in der Gegend nicht mag. Es kommt ein zweiter Boss dazu. Ha, ha, ha. Ich bin in der Sonne. Ich hasse die Sonne. Ach, das heißt noch ein Boss? Ja, also vielleicht wandert er hoffentlich noch woanders hin. So, ich wurde gerade random getroffen. Das ist sehr unangenehm. Ja, ich glaube, ich muss die resetten. Ich muss die kurz resetten. Und ich muss mich komplett hochheilen. Ich kann da draufbleiben, auf jeden Fall. Die nicht komplett resetten. Alter, ich will deine Sonne nicht. Ich krieg davon irgendwas anderes. Alles gut. So, warte mal. Dreh ich jetzt die Oh, dieser Typ da, der macht mir noch mehr Angst, der da rumschleicht. Einfach ignorieren. Dominanz heucheln. So. Ja, die kann man mit Range tatsächlich halbwegs gut machen, ne? Jetzt hat sie gut gefressen. Alter, aber die heilt sich gegen. Okay, ich glaube, wir müssen die Minions ignorieren. Ja, ja, ja. Wir müssen sie finishen, das ist, glaube ich, besser. Ja. Ich versuche, die Minions zu ignorieren. Oh, sorry. Aber die wollen sich nicht ignorieren lassen. Ja, gleich haben wir sie, gleich haben wir sie. Geil. Jawohl. Und jetzt ganz schnell F. Jawohl, jawohl, jawohl. Puh, okay, das war gut. Nice, Mann. Geil, geil, geil. So, ran mit dem Laden. Oh, shit. Bin da ein Herz gegessen. Hast du noch Ungeziefer-Healing-Scheiße? Nee, nee, gar nichts. Okay, ja, dann... Dann so. Okay, na dann gehen wir da nochmal rein und wir helfen denen nochmal. So, der Boss wird stärker, wenn man mehrere Personen macht. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, das prozentual macht man, glaube ich, trotzdem viel mehr Plus, wenn wir gemeinsam draufhacken. Vor allem kannst du kiten, das ist halt geil. Und das ist gar nicht so schlimm, wenn er so viel stärker ist. Da muss sowieso ist das, wenn alle Ranged sind, oder? Gummibärchen. Gummibär. Das ist ganz schlimm. Einfach die Gummy Bears. Einfach Gummy Bears. Oh. Aber das ist natürlich krass, ne? Dass die Clan-Mechanik, also 8 passen in einen Clan rein, ne? 10, glaube ich, gegenseitig sogar. 10, okay. Aber dass man sich gegenseitig Schaden macht, ist natürlich wirklich ein krasser Faktor, so. Ja, aber nur, weil wir in unterschiedlichen Clans sind, oder? Weil wir sind ja, also die Rosaroten sind ja in einem Gegner-Clan, so gesehen. Jo, genau. Deswegen, das ist ja trotzdem halt, der Team-Damage ist halt echt hoch bei den späteren Spells und so. Oh, war wirklich lange, bis der kommt. Ja. Alter, was passiert da? Ist das random, was ich dann für so Space freischalte? Oder? Nee. Also ich kann gezielt Chaos-Sachen freischalten gehen, wenn ich Chaos-Dinger töte quasi. Na, das Problem ist, wenn du an dem Blutaltar stehst, siehst du zwar, dass du mit dem Boss Fähigkeiten freischaltest, aber nicht welche. Ah, okay, I see. Hallo, Wando. Ja, man darf sich hier in dem Gebiet einfach von nichts treffen lassen, ne? Das stimmt. Es brennt alles. Guten Morgen, Lesk. Hallo. Ich schneide einfach mal rein, ja? Alles gut. Jo. Ihr seid ja mein Team. Wir sind im Knoblauchland. Bart hat mich umgebracht. Wurdest du von Ratten getötet? Er hat alle umgebracht von uns, ja? Ja, alle, die auf dem Boden lagen, hat's erwischt. Unglaublich. Ja, halt ein richtiger Bart, ne? Also. Ja. Um 3 Uhr morgens, ey. Der hat ja einfach. Ich bin im Dreck schlafen gegangen und in einem Schloss aufgewacht. Das war spannend. Ich hab. Pia gerettet, ja, das ist die einzige. Hallo, Bart. Und das bei den anderen tut mir echt leid, aber ich wusste nicht, dass die Ratten im gesamten Schloss spawnen. Ich dachte, die lassen sich von Türen aufhalten,
Haben sie nicht. Also ihr seid einen ehrenhaften Tod an Rattenplage gestorben. An der Rattenplage. Ja. Aber es war ja auch der Rattenboss, also ist wieder okay. Ja, also wie schon gesagt, ich wusste nicht, dass der Ratten auch in anderen Räumen spawnt, weil ich habe den in einem komplett anderen Raum gefightet. Aber ja, dafür kann ich jetzt eine Ratte werden. Habt viel Spaß, Leute. Ich muss in Meetings. Ciao, ciao. Ciao. So, ich das muss mich mehrmals heilen. Wenn man vor den Meetings 2 Sekunden hier reinschaut und an den Meetings geht, das ist Sucht, meine Freunde. Er hat ja quasi zugehört und wollte sich noch verteidigen. Ja, das ist natürlich. Du, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch Sucht. Also. Ja, ich auch. Warum spawnt das denn nicht? Stehen wir hier richtig? Vielleicht spawnt ja auch nicht, wenn man drin steht, oder? Vielleicht kommt ja die Mechanik auch noch dazu. Ich habe schon wieder Durst. Aber die Gegner hier sind alle crazy. Hier kommen ein paar nicht so crazy Gegner. Okay. Und da unten glaube ich auch noch. Okay, doch, das ist auch ein Totenkopf. Ups. Oh nein, Baloui steht im Feuer. Oh Gott, ich hoffe, ich habe Baloui jetzt nicht getötet damit. Ja. Das Pferd überlebt das, oder? Das Pferd überlebt das. Ja, das Pferd lebt noch. Alles gut. Ich weiß gar nicht, ob man Pferde heilen kann. Man kann ihnen Wasser geben, damit die länger bleiben oder so. Aber ob man die aktiv heilen kann, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Ich habe kein Pferde... Oh Gott. Ich habe keinen Pferdetod zu... Alter, bei Louis geht's echt nicht gut. Das war nicht ich. Ich meine, man muss aber auch sagen, wenn man sein Pferd Baloui nennt, dann muss man auch damit rechnen, dass es ein bisschen Hass hier und da abbekommt. Also, ich fühle mich da jetzt auch nicht schuldig. Oh, jetzt sind wir schon wieder neben dem, ne? Ich bring das weg. Ich bring das weg. Nein, ich will es retten. Lauf! Baloui, renn! Lauf, Baloui! Ja, ich glaube, es ist wirklich besser, bei gemeinsamen Clan-Unternehmungen da keine AOE-Sperr zu verwenden. Sobald da einer Melee fightet, kassiert der so unendlich. Ja, aber dann ist er ja auch selber schuld. Also ich werde meine coolen Space nicht aufgeben, nur weil da jemand vorne reinlaufen will. Ich muss da jetzt also... sein Gesicht in meine Spells reinhält. Ich kann ja nicht dafür, dann soll er ausweichen. Oh, guck mal, bei Louis gehört er zu uns. Er hat die Farbe gewechselt. Baloui, ich hab das Pferd gerettet. Ich wollte... Oh Gott, Baloui ist bei mir im Chat. Pferd ist gerettet. Ah, da ist er wohl, was? Nee, immer noch nicht. Ja, der Boss kommt einfach nicht mehr. Dankeschön, Freeball, für die 29 Monate. Kann das sein? Dankeschön, dankeschön. Kann das sein, dass der buggt, wenn wir hier zu lange rumstehen? Dankeschön, Andi, das ist jetzt schon 2 Tage her. Dankeschön, Zwaggi. Boss will einfach nicht. Ja, Pia, Pia. Ich mach nichts. Achso, ich bin gewütet. Ich mach nichts. Ich weiß nicht mal, auf welchen Boss wir hier gerade warten, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Der patrouilliert. Der patrouilliert, sagt der Chat gerade. Der geht. Spazieren. Ja, dann lass uns den suchen. Aber dafür müsste ich halt erstmal rausfinden, wen ich suchen muss. So, wir können ja mal hier generell lang gehen, glaube ich, weil im Prinzip ist scheißegal, hier kommen 1000 Bosse. Dankeschön, Dietschan, für den verschenkten Sub. Dankeschön, dankeschön. Meine Kleidung ist ganz schön im Arsch. Ist das eigentlich eine Ehre, dass das Pferd Baloui heißt? Ein Leder. Safe, aber ich weiß nicht, wem es gehört, um ehrlich zu sein. Leder. Ich kann auch in die Mine gehen, theoretisch. Wir machen Folgendes. Komm, lass uns mal in die Eisenmine gehen, weil da gibt es auch einen Boss. Und wenn der Boss nicht da sein sollte, haben wir dort übel viel Eisen. Jawohl. Du hast also Gummibärchen im Mund gesteckt. Nee, Kekse. Kekse, sehr gut. Einfach Cookies. Für Gummibärchen müsste ich gerade aufstehen, dafür bin ich gerade noch zu faul. Aufstehen ist auch einfach nicht cool. Nee, ich habe jetzt dieses Craving, das wird mich jetzt eine Stunde lang richtig nerven und irgendwann nach der Stunde werde ich aufgeben und werde Kekse bzw. Gummibärchen holen. Nice. Man weiß schon, was passiert. Selbstkontrolle und so. So, dann Selbsteisen. Kann ich das überhaupt abbauen? Nee. Mein so, ja, dann kannst du ja deine gute Waffe nehmen, oder? Hast du nicht noch eine... Ich hab nur meine Armbrust.
Hast du noch eine Kupferwaffe? Mhm. Okay, oder dann gebe ich dir den Speer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst ja den Speer nehmen. Da kannst du reinqueuen in den. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ich bin trotzdem mit dem Kupferspeer, komme ich da trotzdem nicht durch. Wirklich? Ja, er sagt trotzdem, meine Angriff-Dings ist zu wenig. Aber das ist ja nicht schlimm. Also ich kann hier auch, ich habe dir den wieder gedroppt, den Speer. Das ist aber weird. Normalerweise Kupfer reicht halt schon aus. Ich guck mal, ob ich hier was töten kann. Jo. Also ich meine, ich kann auch, ich glaube, draufschießen kann ich. Aber ach so, wir brauchen gnadenlose Kupfersachen. Okay, nee, warte, dann kann ich dir was anderes geben, warte mal. Aber ich kann auch draufschießen. Achso, du bist, wo bist du da oben? Ich nehme mir vor, du baust Eisen ab, indem du draufschießt. Aber ich glaube, das müsste gehen. Schauen wir mal. Ah, gnadenloses Kampfschwert. Gnadenlos, gnadenlos. Schön mit dem Schwert Eisen abbauen. Ah, ja, das geht. So.